Wir suchen immer noch nach Alternativen für einen, ja, Raspberry Pi. Am besten vielleicht für mehrere Drucker. Ich hätte heute einer hier. Einen Thin-Client. Ein kleiner Computer, der wenig verbraucht und den wir ideal dafür nutzen können. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, normalerweise würde ich sagen, ein Raspberry Pi ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Was ist, wenn ich euch sage, dieser Thin-Client hier kostet 20 Euro. Das ist ein, muss ich nur selber mal gucken, Dell Wise 5010. Der hat 2 GB RAM und 8 GB Flash. Und was ist, wenn ich euch sage, mehr braucht ihr nicht als das Ding? Er kommt hinten mit 2 USB-Ports, ihr habt einen Display-Port, ihr habt vorne 2 USB-Ports, ihr habt einen Netzwerkanschluss. Der kommt sogar mit dem passenden Stromadapter. Er hat sogar, wie gesagt, ihr könnt hier HDMI anschließen, oder? Ja, das ist einmal. Nee, halt, das ist einmal DisplayPort und einmal DVI. Ja, ihr habt sogar noch einen Audioausgang, falls man den braucht. Tja, was will man mehr? Das Ding sollte eigentlich ohne Probleme ein bisschen mehr supporten. Wir gucken auch mal rein in die Kiste, bevor wir sie anschalten, und ich würde sagen, dann flashen wir sie mal und betreiben sie mit Clipper. Vielleicht können wir dann einfach mal sagen, hey, mehrere Drucker hier ran. Ich schätze mal, so 4 müssten auf alle Fälle gehen oder 2 plus 2 Webcams. Das müsste eigentlich überhaupt gar kein Thema sein. Ja, mit 2 GB RAM ist er jetzt vielleicht nicht der Beste. Ich könnte mir vielleicht noch vorstellen, vielleicht noch 8 GB RAM oder sowas. Das wäre vielleicht noch ein Ticken besser. Aber ich finde, für den Preis ist das eine Alternative. Also, lasst uns die anschauen. Ja, das ist er jetzt. Und ihr seht es schon, das ist ein kleines Gerät. Da jetzt das Spielkind in mir vorkommt, würde ich mal sagen, wir gucken uns mal an, was er so zu bieten hat. Ich nehme mal an, ich muss die Schrauben da lösen und dann kommen wir an die ganze Hütte schon ran. Also, lasst uns doch mal schauen, wie wir das ganze Ding hier, ja, ich sag mal, zerlegen. Große Schrauben, ganz große Schrauben. Kann man dieses Gerät modden? Nee, das kann ich schon mal nicht auseinanderschrauben. Müssen wir mal kurz schauen. Hier auf der Seite sind noch ein paar Sachen. Ich will eigentlich versuchen, die äußere Hülle hier sozusagen zu demontieren. Müssen wir mal schauen. Okay, man hat hier auf der Seite übrigens auch noch Verschraubungen. Diese Löcher, die hier sind, die kann man noch nutzen. Tja, ich würde sagen, dann gucken wir mal, ob wir die Hülle hier oben lösen können. Wenn wir die Schrauben unten nicht, dann können die vielleicht für die CPU sein. Das wäre vielleicht auch ein bisschen ungünstig. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Schraube 1. Schraube 2. Ihr wisst es. Spielkinder gucken gerne in Sachen hinein. Wir wollen ja auch am Ende des Tages gucken, was wir da noch so haben und wie wir da mal so rangucken können. Schauen wir mal. Doch, die Hülle ist locker. Aber wir wollen ja nicht gleich kaputt machen. Wir wollen ja den auch noch mal eine Runde testen. Und hier haben wir noch irgendwie so eine ID-Karte. Wie mag er auseinander? Ist die große Frage. Wie will er auseinander? Gar nicht. Er mag nicht auseinander. Doch, er ist geklippt. Ach, schade. Ach, schade. Er ist geklippt. Wenn ich das jetzt richtig noch in Erinnerung habe, ich muss gerade überlegen, kann man das Ding nach hinten machen? Will nur nicht. Das große Problem mit diesen Teilen, ihr müsst es nach hinten runterdrücken und nach hinten schieben und ta-ta-ta-ta, wir kommen hier ran. Nur dieser PC scheint schon eine ganz schöne Verwendung hinter sich zu haben. Bisschen eklig, aber gut. Wir gucken mal tiefer rein. Was haben wir denn noch so? Okay, also wir müssen leider schon wieder was demontieren. Ich weiß, vielleicht für den einen oder anderen etwas uninteressant, aber wenn wir so einen Mikro-PC hier verwenden wollen, dann ist es manchmal doch von Vorteil. Wir gucken mal genauer hinein, denn dann haben wir eventuell noch die Vorteile, dass wir vielleicht noch viel mehr damit machen können. Und so mal die Schrauben hier ein bisschen sortieren. Und ich bin ja ein Fan davon. Für Wiederverwenden. Okay, hier war schon mal jemand dran. Hier fehlen Schrauben. Hier fehlen ja sogar schon Schrauben. Na, guck mal einer, schau. 1, 2, hier fehlen 2 Schrauben hier außen, die. Die sind hier schon gar nicht mehr in diesem PC, in dem Generalüberholten dabei. Naja, General überholt. Hat der Azubi die halben Schrauben. So, das müsste man auch nach hinten schieben können, wenn ich mich recht entsinne. Ah, genau. Ein bisschen vorsichtig. Hier müsste der Lautsprecher. Ja, der Lautsprecher kommt mit.
Ein bisschen vorsichtig, dass wir den nicht abreißen. So. Genau, hier sind noch die Kühlkörper drauf. Da ist das Flash Drive. Und das hier kann man replacen. Es gibt auch einige, die haben hier eine Bestückung in dem vorderen Bereich. Die fehlt mir hier zum Beispiel gänzlich. Wenn ihr die habt, die hier vorne, dann könnt ihr eine Netzwerkkarte noch hinzufügen. Zum Beispiel könnt ihr dann hier so ein Modul, das ist eine Wi-Fi-Netzwerkkarte, und die würde hier hineingehen. Ihr seht das auch vom Pinning her, passt es, aber leider Gottes haben wir es nicht. Ah, ist ein bisschen unscharf gerade, vielleicht machen wir es euch mal ein bisschen schärfer. So, ihr seht, also das wäre das eine. Können wir nicht, haben wir hier leider nicht. Schade. Hier drüben befindet sich das Flash Drive. Jetzt muss ich selber mal gucken, wie viel hat es. Das kann man hier auch irgendwie, ach, das hat noch eine Verschraubung, die kann man nochmal lösen. Mal knallhart und lösen die auch. Und das müsste ein SATA Flash Drive sein, wenn ich richtig gelesen habe. Ja, das ist ein ganz normales SATA Flash Drive. Und wir haben hier bei mir MLC SATA Modul. Aber leider kein Speicher. Also nehme ich mal an, das, was draußen dran stand, die 8 GB. Das wäre das. Ihr habt dann noch die Möglichkeit, hier den RAM zu erweitern. Und das ist definitiv was, wenn ihr viele, viele Drucker anschließen wollt. Was ihr braucht, ist ein... Genau, ihr braucht ein SO-RAM. Und zwar ist hier ein PC 3. 12.800 mit einem CL11, oh Gott, so schlecht, naja gut, reicht eigentlich hin, ist hier drin. Das heißt also, ihr braucht ein SO-Speicher PC3. Das ist schon mal wichtig, also einfach nur Notebook-RAM ist das, ganz einfach und ganz simpel. Und da könnt ihr bestimmt auch größere nehmen und den upgraden. Gut, Kühlkonzept technisch ist nicht viel zu sagen. Hier ist ein Kühler. Das hier oben sind auch mal ein paar Heatpads. Die kann man ein bisschen Temperatur nach oben auf das Blech. Aber die Haupttemperatur geht zur Seite hier unten raus. Gut, stecken wir es wieder zusammen. Jetzt habt ihr das mal gesehen. Also ihr seht, wenn ihr da unten noch den Slot habt, wie gesagt, könnt ihr noch Wi-Fi erweitern. Die Wi-Fi-Antennen können hier vorne wieder raus. Hier sind nur ein paar Pinöpelchen drin. Eigentlich eine super Sache. Eigentlich kann man das Ding richtig aufbohren. Wer also Interesse daran hat, die Dinger kosten um die 20 Tacken hier. Ganz ehrlich, für das Geld ist das gar nicht mal so verkehrt. Für 20 Euro. Schade, dass hier drinne keine M-SATA, sondern irgend so ein SATA-Verschnitt drin ist. Aber ja, mein Gott, was soll's. So, machen wir wieder zu. Geht relativ einfach. Wie gesagt, wenn ich das nächste Mal das Ding öffne und erweitere, würde ich das höchstwahrscheinlich nochmal reinigen. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, wie weit ich das jetzt hier einsetzen werde. Deswegen bitte nicht Geld rausschmeißen für was, was wir vielleicht gar nicht so großartig nutzen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass er da hinten wieder drunter geht. Genau, zack. So, dann können wir die ganze Sachlage hier schon wieder zuschrauben. Ihr seht, ist eine relativ einfache Nummer. Ah ja, die war ja nicht gesetzt. War ja bloß die hier vorne gesetzt. Machen wir nicht mehr Schrauben rein, als wir vorher hatten. Wie gesagt, seid so ein bisschen vorsichtig mit dem Lautsprecher hier vorne. Ansonsten seht ihr, das ist eine relativ schnucklige Kiste. Ein bisschen auseinandergeschoben. Und schon geht's los. So, das nächste, was wir jetzt machen, nachdem ich das zusammengeschraubt habe, das sage ich euch auch gleich schon. Wir müssen ein USB-Drive fertig machen. Was wir erstmal flashen. Und zwar, dass wir diese Kiste hier in irgendeiner Form, ja, mit einem anderen Betriebssystem belegen. Und ich bin dafür, wir werden uns hier ein Debian suchen, weil Debian ist nun mal genau das, was wir ja sowieso haben. Zack, so, und schon ist die Kiste wieder zu. Hinten die drei Schrauben rein. Genau, und dann können wir darauf nämlich Clipper installieren und et voilà. Wir haben hier einen PC. Das Einzige, wie gesagt, was schade ist, wir können halt hier keinen WLAN haben, weil leider fehlt uns dieser eine Slot. Ich hatte gehofft, ich kann dieses Modul da einsetzen. Ich habe sogar noch bessere Module hier als dieses da. Das hier ist aus einem alten Notebook geschlachtet, was leider nach vielen Jahren ja das Zeitliche gesegnet hat, wenn das Display feucht ausläuft. Gut, also gucken wir uns mal das an
Und dann schauen wir mal, wenn wir den flashen, was wir da so Schönes noch erreichen können. Okay, also bevor man hier anfängt, braucht man natürlich ein Image von Debian. Ich empfehle euch hier die Non-Free-Variante. Da sind nämlich die Treiber für das Netzwerkgerät mit drinne. Ja, und das habe ich dann mit Belena Etcher einfach mal schnell auf eine SD-Karte geflasht, beziehungsweise auf einen SSD-Drive. Das geht relativ zügig. So, und dann gehen wir mal rein und drücken immer schön entfernen, 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 entfernen. Okay, das hat jetzt irgendwie noch nicht funktioniert. Er ist nicht ins BIOS gegangen. Gut, dann würde ich sagen, wir starten nochmal neu und nochmal entfernen drücken. Immer schön drücken, drücken, drücken. Na, komm, mal gucken, ob er möchte. Ja, brauchen wir ein bisschen. Denn wir müssen zuerst mal ins BIOS. Aha, okay, und jetzt gebt ihr Fireport ein. Also wie man spricht, FIRE und dann Port. Großes F am Anfang. So, jetzt stellen wir mal ein paar Sachen ein. SATA-Mode mal auf AIC. Dann würde ich sagen, den Frame-Buffer, den verringern wir. Wir brauchen ja hier keine Grafikleistung. Ja, und als letztes sollten wir jetzt noch mal gucken, dass wir von USB booten können. Und dann müssen wir noch die Boot-Optionen oben abändern. So, wir brauchen USB-HDD ganz oben. Mit Plus, Minus kann man hier so ein bisschen hoch und runter. Und dann sollte das alles funktionieren. Ihr seht, hier ist ein 8 GB Flash-Drive drin. So, mal die HDD nach oben. Und ich ziehe mal gleich alles von USB nach oben. Ich weiß ja nicht, was er da am Ende des Tages erkennt. Gut, wenn wir das haben, ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, dann würde ich sagen, dann Save und Exit. So, nochmal speichern. Und jetzt sollte er mit der angesteckten USB-Platte eigentlich das Setup öffnen. So, mal gucken, was er jetzt treibt. Genau, passt perfekt. So, und jetzt machen wir das mal ein bisschen schneller, denn ich möchte euch hier nicht so langweilen. Ich verwähle jetzt hier die normale Installation, nicht die grafische Installation. Ich werde sowieso am Ende keinen Desktop und nichts haben. Also ja, normale Installation und go. Ja, jetzt werden wir das mal alles ein bisschen schneller machen. Es sind immer viele Auswahlmöglichkeiten. Ihr müsst viel machen. Ihr müsst den, ja, das Laufwerk im Prinzip könnt ihr einmal neu formatieren. Die Firmware will er dann einmal noch haben. So, dann geben wir ihm irgendeinen Namen, geben ihm Root-Passwort. Ich nenne es jetzt hier Raspberry. Und als Benutzer gebe ich dann zusätzlich noch Pi auch mit dem Benutzer Raspberry ein. Genau, da zwingen wir das hier noch, da macht er jetzt im Prinzip die ganze Installation auf der Festplatte. Das geht relativ zügig. Zumindest wenn man, ja, wie ich eine SSD unten drunter hat. Also das kann ich euch nur empfehlen, dass ihr da nicht irgendwas nehmt, sondern irgendein schnelles Flash-Drive. Also eine SSD zum Beispiel. Ja, wie gesagt, die Installation läuft dann ziemlich von alleine ab. Es kommen immer mal ein paar Abfragen. Es dauert natürlich schon noch eine ganze Weile. Ihr habt hier nicht den schnellsten PC vor euch. Auf einem normalen PC wäre es um einiges schneller. Er macht auch gleich nochmal hier die Pakete, die holt er sich nochmal aus dem Internet. Da solltet ihr aber definitiv sicherstellen, dass ihr auch ein Netzwerk angeschlossen habt schon. Und ja, wenn er das dann alles gemacht hat und alles durchinstalliert hat, was eben eine Weile, wie gesagt, dauert, dann seid ihr eigentlich schon fast ready to go. Ich betone fast, ihr werdet gleich sehen, warum. Leider Gottes wird nicht alles irgendwie mitgeliefert. So, hier machen wir alles weg. Wir lassen den SSH-Server auf alle Fälle. Desktop brauchten wir nicht. Ja, es geht jetzt alles etwas schneller, wie gesagt, damit ich euch hier nicht ewig langweile. Wer das sich genau angucken will, der kann ja an der Stelle mal stoppen. Gut. Ja, und wenn man das dann alles so sukzessive hier durch hat, die ganze Installation, dann kommen wir ruckzuck gleich zu dem Punkt, wo wir jetzt mal neu starten. Und dann gucken wir auch gleich mal rein, was der so sagt unterm Strich. Genau, Installation abgeschlossen, USB-Platte raus und der erste Boot. Also das ist jetzt hier der erste Boot. Ihr braucht hier nichts drücken, keine Tasten. Ihr seht ganz unten, das wird gleich ausgeführt. Und dann dauert es ganz kleinen Moment und dann müsste alles ordnungsgemäß erscheinen. Na, nur mach. Bisschen schneller. Genau, so. Und dann habt ihr hier Clipperdell Login und ihr wisst ja, Pi Raspberry. So hatte ich das erstmal genannt. Ja, ich habe es genauso gemacht. So, und dann müssen wir mal gucken, ob wir Kommandos haben. Irgendwie gehen die nicht. Gut, machen wir ein apt-update noch schnell mit rein. Sudo und ifconfig will er auch nicht. Also ihr müsst da mal so ein bisschen gucken, was ihr da so installieren wollt. Kleiner Tipp, ihr müsst auf alle Fälle dann die Paketquellen ändern. Das mache ich dann im Prinzip jetzt nochmal im Hintergrund. So, dann gehen wir. Jetzt hat er mir die Verbindung gerade weggeknallt. Müssen wir nochmal ganz kurz hier reingehen. Also nochmal Pi Raspberry. Schauen wir nochmal. Genau, also wie gesagt, nach ein paar Updates und ein paar Installationen sollte das kein Problem sein.
Es ist so, dass diese Installationsmedien natürlich mit Debian-Paketen kommen. Ihr seht, sudo geht nicht. Wer sudo halt, an, wie gesagt, zum Laufen bekommen möchte, der muss mal mit su erstmal in das Ganze hinein. Das empfehle ich euch, dass ihr mal das su drückt und dann Enter. Dann gibt er das Passwort für root ein, was ich ja auch auf Raspberry gelegt habe. Und wenn ihr hier drin seid, habt ihr ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Handlungsspielraum. So, jetzt habe ich mal sudo versucht zu installieren. Er möchte es aber immer vom Wechseldatenträger. Gut, also machen wir mal nano etc. Wir müssen die Debian-Pakete ändern. Die sind halt standardmäßig so da drin. Jetzt müssen wir mal gucken, was das ist. Genau, apt. Und dann müsste das, glaube ich, Sources-Liste. Ja, passt. Und ich kommentiere hier oben mal die CD-ROM aus. Also, ja, es ist ja ganz nett. Aber ich glaube, ohne läuft es ein bisschen besser. Ja, die restlichen Quellen stimmen soweit. Die sehen gut aus. Wir haben die non-free und so weiter. Wir haben alles drinne. Und jetzt machen wir nochmal ein apt-update. Beziehungsweise versuchen wir mal ein Install. Müsst ihr ja auch machen. Wir sollten aber auf alle Fälle nochmal ein Update machen, weil ja jetzt die Festplatte raus ist. Genau, und jetzt hat das auch erfolgreich installiert. So, jetzt kennt er ifconfig nicht. Pro-Tipp, ich habe da eine ganze Weile gesucht. Das liegt eigentlich nicht daran, dass da Sachen unter anderem nicht installiert sind, wie die NetTools. Aber ihr müsst natürlich auch den Ordner sbin bei euch in der bashrc aufnehmen. Weil dann laufen auch so einige andere Tools. Das will nämlich sonst so ohne weiteres nicht laufen. So, jetzt wird das immer noch nicht. Das liegt eben daran, dass der Ordner sbin nicht dabei ist. Also slash sbin slash. So, und den müsst ihr natürlich da einfügen. So, sudo funktioniert natürlich, weil die sudoer, ja, wie soll ich sagen, Zugriff darauf haben. So, jetzt machen wir mal als nächstes noch hier ein ifconfig. Ja, ich will nur gucken, dass alles so weit funktioniert. Definitiv, ihr müsst den sbin-Ordner reinpacken in die bashrc und dann geht es. So, jetzt installieren wir mal als nächstes git. Das werden wir nämlich auch noch brauchen. Deswegen bin ich jetzt zurückgegangen und installieren mal git. Und ich würde sagen, wir machen das state of the art mit dem Clipper Installation and Update Helper. Denn ich glaube, damit wird es alles hier ein bisschen zügiger gehen und wir haben dann auch eine vollwertige Installation, ohne uns jetzt hier groß Tara zu machen. Ich empfehle euch immer das QR-Skript, immer. Das macht die Sache nämlich bedeutend einfacher. Ich hole euch das mal hier auf den Desktop. Moment, das Fenster da mal irgendwie möchte. Wie gesagt, das Clipper Installation and Update Helper-Skript ist eigentlich genau der Weg. Wenn ihr irgendeinen Linux habt, egal welch, ist es definitiv der einfachste Weg. So, dann führen wir jetzt die Kommandos alle nacheinander aus und ja, dann würde ich sagen, das werden wir jetzt auch gleich mal ein bisschen, ja, Speed-up machen, weil das ist dann doch schon sehr langwierig. Jeder, der das schon mal gemacht hat, der weiß, wovon ich jetzt spreche. Das dauert einen kleinen Moment, das alles zu installieren. Wir machen das auch wieder mit einer Instanz. Hier würde es sich aber tatsächlich mal lohnen, vielleicht auch mal zwei oder drei aufzusetzen, denn dieser Rechner ist ein bisschen performanter. Zwei sollte er, wie gesagt, mindestens schaffen, mit Kameras eventuell auch mehr. So, dann installieren wir das Ganze durch. Ihr wisst es, wie gesagt, zuerst installiert er Clipper. Wenn er das dann gemacht habt, installiert er Moonraker. Und wenn er das dann getan habt, dann installiert er natürlich noch eure Web-Oberfläche, je nachdem, was ihr haben wollt. Der eine mag ja eher Fluid, der andere Mainsail. Ich bin halt, wie gesagt, jemand, der Mainsail bevorzugt. Ich finde es vom Layout her, ja, angenehmer. Aber wie gesagt, das ist ja euch freigestellt, was ihr dort am Ende des Tages installiert. Also, lassen wir den jetzt schnell installieren und dann machen wir weiter. So, jetzt sollte er fertig sein, dann würde ich mal sagen, wir kopieren jetzt mal die Adresse da oben raus. Die steht da so wunderschön. So, einmal rauskopiert. Und dann fügen wir die da ein, drücken mal Enter. Und ihr seht, nachdem ich alles installiert habe, also auch Mainsail, funktioniert das einwandfrei. Ja, jetzt würde ich sagen, Drucker anschließen, das, was man alles so kennt, die Firmware für euer Board bauen, dann gucken, dass er den USB-Port dazu findet, dann entsprechende Konfigurationen für den Printer anlegen und das sollte es dann eigentlich auch gewesen sein. Das Fenster könnt ihr da jetzt hier zumachen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und ja, falls ihr hier noch Optionen wollt, ihr seht, es wird immer mehr, könnt ihr die auch machen. Und ja, viel Spaß dann. Also, ist der eine Alternative? Ich behaupte jetzt, ja, das ist definitiv mal eine von den ganzen Sachen, die wir in der letzten Zeit hatten.
eine wirkliche Alternative. Nicht nur irgendeine Alternative, sondern eine wirkliche. Für zwei Drucker mehr als ausreichend. Und ich möchte sogar behaupten, wenn ihr die Webcams nicht benutzen würdet, könnt ihr da lockerlässig die vier Drucker mit betreiben. Das sollte eigentlich machbar sein. Und zwar ohne Tara. Der hat immerhin noch 2 GB RAM. Und ja, mit einer guten Festplattengeschwindigkeit ist wahrscheinlich noch mehr drin. Ihr habt einfach hier was Solides. Das Ding könnt ihr euch irgendwo hinstellen. Ihr könnt euch auch ein Display anschließen. Was auch immer. Macht, was ihr wollt. Aber das Ding kann man wenigstens noch benutzen. Falls ihr jetzt sagt, okay, ist eine Alternative, aber es gibt doch auch noch andere als jetzt ausgerechnet diesen hier. Wie gesagt, dies hier ist ein Dell Wise 5010. Wir können gerne mal auch noch andere betrachten, falls ihr dazu Interesse habt. Dann könnt ihr das mal unten in der Videobeschreibung haben. So im Hinterkopf habe ich da unter anderem noch von Lenovo welche. Da habe ich mal welche gesehen. Die sind preislich aber ein bisschen teurer. Ein bisschen ist das Doppelte davon. Haben aber weitaus mehr Bums dahinter. Das heißt also, da sollte es ohne großes Tara, sollte da mehr möglich sein. Dann gucke ich mir die gerne für euch an, falls ihr da, wie gesagt, Interesse bekundet. Also schreibt es ruhig in die Kommentare. Wie gesagt, Alternative 3 ist mal eine Alternative. Nicht wie 1 und 2. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.